Oder wir finden doch auch, dass das Bum-Bum-Fest der Scheiße ist. Vielleicht sollten wir mal den Wind in unsere Richtung drehen. Wäre doch keine schlechte Idee, oder? Und da! Und da! Ja? Machen wir einfach mal in diese Richtung. Und weiter geht's. Da kommt er mal, guck dir doch mal. Guck dir doch mal, wie ist der? Wie ist der Wind? Wie ist der Wind? Und wir, ja, wir versuchen das. Wir versuchen hier über die See zu fahren, um diese Insel dort drüben zu erreichen. Denn ich hoffe, dass auf dieser Insel wieder ein Haus ist. Ein Haus mit einer Fee. Und dass diese Fee uns dann was gibt. Und zwar, dass diese Fee uns das gibt, was wir brauchen. Und zwar... was ist das? Seht ihr das auch? Ach, ficken. Wir haben noch nicht die Item, was wir machen können mit dieser Schraube, die wir gerade gehabt sehen. Deswegen müssen wir jetzt wohl anders hinfahren. Und zwar in diese Richtung. Wir fahren einfach mal quer über die Meer. Das ist ein super Videotitel. Quer über die Meer. Oder? Ach, kommt schon. Das war doch super. Müsst ihr mal sagen, quer über die... Das ist ja klasse. Ich weiß gar nicht, da kann man doch gar nichts gegen einwenden, oder? Quer über die Meer. Also gut, wenn ihr unbedingt dahin wollt, ne, ist ja eure Schuld, dann fahren wir auch dahin. Einfach nur für euch. Es ist eine Tour? Oder was ist es? Was ist es? Ist es eine Tour? Ist es vielleicht eine Tour? Kann es vielleicht sein, dass es ist eine Tour? Es sieht so aus wie eine Tour. Wenn wir springen, wir können sehen, was es ist. Wohin fahren wir eigentlich? Na, also gut. Wir fahren weiter.
und gucken, was denn wir machen können. Was denn wir können machen? Wir können sehen, was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Oder ist es etwa das, was ich denke? Fluffy kann denken? Ist es etwa das, was ich denke? Was es ist? Es ist auf jeden Fall eine Insel mit zwei Bergen und den Tiefen weit im Meer. Mit vier Tunneln und den Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Wow, ich bin Hackata! Hansmakata! Hackatinki! Chakalaka! Gucken. Aber ich glaube, wir können hier noch nichts machen. Ich glaube, wir müssen erstmal, wenn wir hier was machen wollen, was anderes. Naja, also, was anderes erledigen. Ja, ich muss mal was erledigen. Auf jeden Fall ist hier eine Kiste. Kiste. Kisten sind immer gut. Ja. Ja, das ist scheiße. Wir können ja noch nichts machen, weil das, was wir dazu aktivieren müssen, ist da oben. Und da kommen wir nicht dran. Deshalb, meine Freunde, gehe ich zurück zu meinem Leuenkönig, wenn ich ihn finden tue. Wenn ich ihn finden tue, dann gehe ich, dann komme ich zurück. Na ehrlich, wo ist der? Leuenkönig! Bin ich blind oder was? Da bist du ja. Du bist da so, ne? Und sagt nix. Boah, ey. Ich muss mal kurz unterbrechen. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Zelda Wind Awakening, genau. Wind Awakening? Ach du meine Güte. Es könnte sogar ein bisschen passen. Bevor ich hier einen Schluck Cappuccino nehme, fahren wir einfach mal weiter. Wohin auch immer. Das letzte Mal haben wir uns ja ein bisschen umgesehen hier, was wir hier noch machen könnten. Und jetzt sind wir einfach mal nach rechts unten fahren. Wäre doch eine super Idee, oder? Einfach mal dem Pfeil nach. Da fahren wir jetzt mal hin und schauen mal, was uns so erwarten wird. Ich suche immer noch die Futtertasche. Und ich suche natürlich auch hier Dingens und so. Ne? Ein paar Schätze, die Feenquellen. Wäre auch schön. So, Prost! Ein Hoch auf den Senseo Caramel Cappuccino. Seht doch, was ich sehe. Ich sehe eine Insel. Eine Insel mit zwei Balken und den Tiefen weit im Meer. Mit vier Tunneln und den Gleisen und den Eisenbahnverkehr. Und ich weiß nicht, wie der Text geht. Deswegen singe ich einfach mit. Warte mal, das ist keine Insel, oder? Doch, das ist eine Insel. Ich dachte gerade, das wäre das Geisterschiff. Warte mal. Was war das? Seht ihr das auch? Könnt ihr das sehen? Ich hab Angst. Mir ist so kalt.
habe keine Ahnung. Ich hab's übrigens noch nie geschafft, da drauf zu kommen. Ja, ich habe das Spiel noch nie durchgeschafft. Ich meine, schaut es euch mal an. Wie? Na egal. Fahren wir auf die Insel zurück. Die Insel. Das war doch spannend, oder? Nein, gib mir Whiskas. Halt die Fresse, Pussy. Wir müssen hier rumfahren, ne? Wir kommen da noch gar nicht hoch, wie ich sehe. Deswegen fahren wir einfach mal, ja, in die Richtung. Nee, aber nicht nach Präludien, sondern dahin. In die kleine Ecke. Na na na. Na 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 na. Na. Prösterchen. Der alte Karamell Cappuccino von Senseo. Müsst ihr mal probieren. Ach Moment, ihr habt gar keine Senseo-Maschine. Ihr seid solche Noobs. Oh nein, da kommt jetzt meine Strafe angefahren. Ich will nicht, Mami. Das war knapp. Na, 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 na. Wir fahren weiter auf die Insel. Wir fahren weiter. Wir sind so toll. Und jetzt? Ah, hier. Nein, ich... Ah! Wir müssen drehen. Und anhalten. Und von Bord. Dann. Ja, getroffen! Wir sind der Best! Ja. Dr. Best. Ja. So. Da sind wir auch schon. Mal sehen, was wir. Ah! Wollt ihr mich verarschen oder so? Aber ich will da rüber. Das ist ungerecht. Hier können wir noch nicht hin. Na gut, okay. Wenn wir hier noch nicht hin können, dann gehen wir woanders hin. Dann gehen wir woanders hin und zwar werden wir schon sehen. Steig auf. Hier hin. Nee, falsche Richtung. Wow, Fluffy, das hat was wirklich was gebracht. Super. Ganz in die Richtung wollen wir ja nicht. Wenn wir mehr so in diese Richtung hier. An Präludien vorbei. Auf die nächste Insel. Nein, sieht doch, was ich sehe.
ficken wir drauf. Ist doch egal. Größte Schäden. Lala. Und die Vögel folgen uns.